Einen wunderschönen guten Morgen, ich habe gerade geschlafen. Ja, ich habe hier was aufgebaut. Schaut es euch an. Die Monstrosität des Monstrositäten-Waschens hier. 5 Ausgänge. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt habe ich noch so ein Abzeichen hier reingemacht. Keine Ahnung. Hier hinten noch irgendwie Wasser hin kann. Aber ich finde, das hier ist schon ein nervig genuges Geräusch. Ja. Ich habe alles aufgefüllt. Ich würde sagen, wir fangen mal an, richtig abzuwäschen. Ja. Okay, das Geschirr hier mal richtig durchbürsten. So. Und uns fällt das schon gleich und verknallt es gegen. Sehr gut. Es werden mittlerweile ziemlich viele. Ne? Müssen wir langsam ein bisschen entleeren. So, wir haben einiges an Gold schon. Was ist das hier auch noch Gold? Okay. Das Geräusch ist überhaupt nicht nervig, ne? Ich will das einfach mal mitnehmen jetzt hier. Mal gucken, ob wir genug haben für einen Barren. Und das sind schon mal 3 große und hier noch ein paar mittlere. Stimmt, oder? Ich habe immer noch Angst, dass hier einfach zu viele drin sein können. Da ist ein Stau unten reingefallen, ne? Da liegt jetzt hier drin, oder? Puh, hoffentlich. Hoffentlich. Jeder Klumpen. Boah, das ist... Jeder Klumpen. Das ist viel Arbeit, ja? Jeder Klumpen zählt. Haben wir noch einen Eisenbarren? Ah, okay. Muss also wirklich erhitzt sein, ja? Muss wirklich erhitzt sein. Sehr gut. Nice. Goldbrand. So, dann legen wir das mal hier rein. Das mal hier rein. Zack. Holen wir uns Brakt. Da wollen wir mal einen Rubin mitnehmen. Stimmt. Auf jeden Fall eben Smaragd, ne? Nehmen wir jetzt mal einen Rubin, ne? Ich denke mal, das ist die gleiche Ringform damit. Mit grünen drin, ne? Dann Eisenbach. So. So. Nebenhin. So, Gold haben wir. Schmeißen wir hier drauf. Gerade umschalten. Genau. So. Und? Hammer Time. Ja, genau. Ist einfach jetzt ein Ring grün. Teilen wir. Genau. Nice. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich würde mal gerne von jedem jetzt einen machen. Also ein Schwert, eine Axt. Also ein Dolch haben wir schon. Eine Axt und ein Schwert. Und ein Ring und eine Kette. Oh, weil das doch zwei jeweils dafür, ne? Das ist halt auch einiges an Arbeit. Und jetzt ist einfach, mit Schaufeln und Löchern. Aber was mich nervt, ist, dass man hier im Loch so stecken bleibt, dass man hier nicht rausgeht und dann gegen die Wand läuft und die Wand fallen um, sind nicht mehr richtig drunter und werden nicht mehr bewässert. Das ist halt alles ein bisschen fiddlig hier. Ich muss vorsichtig sein. Auf der anderen Seite will ich dann auch nicht zu vorsichtig sein, ja. Ich will dann natürlich auch ein bisschen vorankommen. Ja. Zeit ist Geld. Oder wie hier im Spiel. Zeit ist Gold. Boah, so riesen Klingen. Oh nein,
Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Sei es jetzt hier maschinell oder spielerisch. Das. Genau, das meine ich. Und dann aber kann man laufen, dann fliegt man da quer durch die Gegend. Einmal kicken sich hier selber rum. Okay. Boah, was ist das? Schon ein fetter Klumpen. Das ist 200 Gold. Mann, oh Mann. Ja, Gold, da können wir gleich wieder einen Goldbarren machen. Sorry. Ich muss den Eisenbahn auf. Wird zu lang, ne? Dürfte genug sein für einen. Hab ich nichts vergessen? Keine Ahnung. Nehmen wir das Eisen mit. Dass man den Tiegel auch für beide Sorten nehmen kann, ne? Das ist, dürfte eine schöne Verunreinigung geben. Ich meine, im Mittelalter hier ist es egal. Und da waren die reichen Leute wahrscheinlich einfach froh, wenn sie was Goldenes hatten. Sorry. Ich glaube, das reicht, weiß ich nicht. Das ist ziemlich wenig. Das ist jetzt ziemlich wenig. Platsch. Tötet die Nerven überhaupt nicht ab. Puh, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Mein Gott. Das geht noch weiter runter, also es könnte ziemlich tief werden. Ziemlich nervig rauszukommen. Ich meine, wir hatten Treppen gesehen, ne? Drüben, im anderen Lager. In dem anderen Dorf, sorry. Wenn ich mal kaufen konnte. So, war das jetzt genug oder war das schon wieder zu viel? Aha, nice. So, dann haben wir. Ne, warte, das muss hier raus. Hatten wir jetzt echt nicht viel. So, wir nehmen mal jetzt so drei große. Vielleicht langt das ja schon. Vielleicht schmeißen wir viel zu viel rein. Das kann auch sein, ne? Dass wir gar nicht die maximale Ausbeute bekommen. Dann würden wir mehr verdienen als vorher. Das ist ja doof. Ich schmeiße jetzt auf den Boden hier. Dass die noch irgendwie wegkommen. Wow. Da fliegen wir mit der ganzen Schippe einfach mal rein.
So, hat das gelangt? Kollege, ja, hat gelangt, Kollege. Das dachte ich mir schon, dass wir auch viel zu viel reingeschmissen haben von vornherein. Doof, 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 doof. So. Das größte Verhältnis ist. Okay, das machen wir schon mal nicht mehr. Nicht, dass die Goldbarren hier wegfliegen. Das wäre echt nervig. So, wir haben alle Sachen hier dabei. Wo ist unser Auto? Der Hydro-Truck. Kann natürlich fatal werden, ne? Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ja, Gold. Ja, voll. Sorry, ja. Du raus? Bist du leer? Noch nicht ganz. Sollen wir was versuchen? Quatsch, wir brauchen nur Zeugwald. Brauchen wir gar nicht mehr. Ab. Nimm dich mal noch mit. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Eisen raus. Ich will noch mal einen Eisenbahn raus. Das wäre ja cool. Dann könnten wir schon mal eine Axt bauen. Vier große waren das schon mal. Jo. So, dann nehmen wir die beide hier rein. Und einen Ruin oder Smaragd. Ja, also einen großen Grün bringen wir noch mit. Big Red. Ja, nee. Fall daneben bitte, danke. Die legen wir hier drauf. Was ein Riesending. Was ein Brummer. Voll. So. Eisen sollten wir noch schmelzen. Genau. Dann gehen wir noch ein bisschen waschen. Wir brauchen ja eh noch Eisen. Platsch. 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 Ja! Und dann leckt's einmal und man fliegt hier quer durch die Gegend. Das ist super, das gefällt mir so wirklich. Toll. Ja. Keine Entscheidung für dich. So. Sehr gut. Jawohl, noch ordentlich Eisen. Und dann nur haben wir die drei Barren noch zusammen, ne?
Gold. Am besten baut man die Fabrik irgendwo und nirgendwo da hinten. Lässt das Wasser von hier dahin transportiert und die Erde auch von hier nach da und dann einfach die Ressourcen wieder zurückfahren lassen. Die Geräusche nicht mehr hören muss. Oh, nix drin. Da war ein großes Nichts. Hingestellt. Wir schlafen mal eine Runde. Eisen, den Eisen einmal mitgenommen. So. War das genug für den Barren? Jawohl. Dann haben wir da schon mal zwei. Können wir umstellen. Ja, müssen wir erhitzen das. Hier neben dran und rein damit. Ein großer. Ja. Wir können den jetzt einmal mit schmelzen. Klar, der ist auch aus Eisen, denke ich mal. So. Ich bin gespannt, was das für eine Axt ist. Ob da Holz dran ist. Egal, was dran ist. Die fliegt gut. So, wo kommt das Holz jetzt her? Leute. So. Drei Barren. Hoffentlich gibt das schon mal einen. Sammeln wir noch ordentlich hier. Gold ist uns jetzt mal egal. Ich hätte gerne ein bisschen Eisen. Alles Gold. Ja. Gold ist cool. Ja, Gold ist gut. Gefällt mir. Ich brauche gerade mehr Eisen als Gold. Versteckt sich auch nichts hier, ja. Okay. Schade. Hatten wir noch gar nicht viel Eisen jetzt. Überhaupt nicht viel, hatten wir jetzt. 3-4 Brocken vielleicht, hä? Das hat auch schon gelangt hier. Also man braucht wirklich nicht viel.
Wollte gerade sagen, also irgendwas hat auf der Kette gelaufen. Blau. Blau. Wir haben eine dritte Sorte. Ach, da hinten. Ich will das im Wassereimer haben. Okay, dann haben wir eine dritte Sorte. Gut, dann können wir den ja hier reinschmeißen. Das Riesending, guck dir das an. Boah. Das war ein Bruder. Wir haben noch ein bisschen Eisen gefunden. Sehr gut. Da ist noch Erde im Bild, die würde ich gerne mal wegschmeißen. Noch mehr Eisen, da können wir gleich mal einen Bach noch machen. Bach noch machen. Brocken. Jawohl. Mal wieder was nehmen kann. Gold. Okay, den schon neu mit dem lege ich mal hier nebenhin. Ich habe das Gefühl, das langt schon. Das ist schon genug. Das dürfte schon genug sein. So. Ab in den Tiegel. So. Jetzt haben wir da einen fetten Brocken. Dann brauchen wir höchstens noch zwei kleine. Höchstens noch zwei kleine. Noch einen blauen Diamant finden. Jetzt habe ich den Namen gar nicht so gelesen. Was war das für eine? Saphir. Okay. Rubin, Smaragd, Saphir. Mein Gott, das ist ein Emerald. Dann verstehen sich die Spiele nicht so. Boah! Fliegen die Schüsseln schon wieder rum hier. Wie sind die Eisenbrocken da? Nur zwei große. Ja, das sind mittlerweile. Das ist noch Gold. Eisen dabei. Kommt noch ein Eisenbrocken und dann gehen wir wieder dahinter. Das langt auf jeden Fall. Daumen drücken, dass wir noch einen Eisenbrock kriegen. Nein? Ja. Ne, wollen wir, oder? Ja. Noch ein Erbold. Ja. Noch Gold, genau. 200. Auch Gold. 200.
Gold. So. Reise nehmen wir mit. Damit hat einer gelangt. Wenn nicht, dann müssen wir noch was dabei schmeißen. Und? Oh, auf jeden Fall. Moment, was ist das denn? Das ist ja ein kleiner. Das ist ein kleiner? Okay, jetzt frage ich mich. Ob es verschiedene Größen gibt. Ob dann verschiedene Waffen dabei rauskommen? Nee, oder? Wäre die Waffen dann noch größer? Das wäre ein Ding. Das wäre ja ein Ding. So, dann kommt gleich das große Verkaufen. Ja, das ist wieder ein großer gewesen. Mal gespannt, ob wir den überhaupt erhitzen können. Oh, er wird warm. Ha. Spannend. Das funktioniert. Wenn nicht, ob wir den nochmal einschmelzen können. Hoffentlich. Jetzt kommt bestimmt der Axt raus, pass auf. Wow. Was ein riesen Ding. Okay, so. Wir haben alle raffinierten Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Also alle fertiggestellten Sachen, die wir bauen können. Kommen wir hier hoch. Ja, ne? Okay. War knapp, aber passt. So. Zuerst den Ring. Den kennen wir echt schon. So ungefähr. Der Ring gibt 224. Ajo. Die Kette, was gibt die dann? Also, die wollen mich verarschen. Kette ist gerade billig, oder? Deutsch ist gerade oben. Sehr gut. Das Schwert, was wird das? Das Schwert noch nicht. Das ist die Axt. Axt geht gerade runter. 196. Okay, ja. Kann man so lassen, ne? So, das Geld addiert sich schon. Das gefällt mir. Das Schwert. Ich bin so gespannt. Was wird das? 400! Bam! 732. Kann man machen, oder? Kann man machen. 900 haben wir jetzt schon. Nice. Die Kette, ja. Verkaufen wir dann einfach. Ist halt jetzt einfach jetzt. Das ist der Preis jetzt halt so, ne? Ist halt so. 1146. Soll ich das hier ablegen? Das ist riskant, ne? Okay. Klappt. Jetzt fliegt es mir in die Ohren, ja. So, langsam. Ja, nicht so schnell, Fahrzeug. Sehr gut. So. Geld aus dem
hinteren Eck hier rausholen. So. 1148. Was können wir denn noch holen? Den Minerhelm. Eine Angel, eine Spitzhacke. Was wir die brauchen, weiß ich jetzt nicht. Wird benutzt, um schnell Erde wegzugraben oder Erdklumpen zu spalten. Okay. Eine Angel? Keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen unnötig. Aber den Minershelm nehme ich mal noch mit. Bett haben wir. Die Karte ja auch. Ja. Da ist noch eins, zwei Lampen, ne? Easy, können wir uns das leisten hier. Easy. So. Moment. Ah, nice. So, jetzt haben wir meine Hände drauf. Spitzhacke hier rein. Leuchten hier rein. Jawohl. So. Oh. Wir können nicht Auto fahren und meines Helm gleichzeitig tragen? So schade. Okay. Was liegt denn da? Was liegt denn da? Da liegt Golderz auf dem Boden? Ernst? Kann ich nicht einfach so Golderz hier rumliegen lassen? So, ich habe immer noch Angst, dass das zu viel ist, was wir da reinlegen. Deswegen, wir hatten im zweiten... Im zweiten Stadt da... Nice, okay, hiermit können wir hoffentlich ein bisschen besser bauen. Wegmachen. Das ist voll die Verschwendung, finde ich. Ah, dann kommen wir schön tief unten hin. So. So, was ich sagen wollte. Ich bin mir immer noch unsicher, dass wir da nicht zu viel hinten rein machen. Da hatten wir im zweiten Markt eine Waage gesehen. Und die würde ich gerne mal kaufen von. Da müssen wir jetzt meines Helm hier liegen lassen.
Ich will natürlich das Geld mitnehmen. 653, hoffentlich langt das. Ich meine, hoffentlich langt das. So, Geld liegt noch hinten? Ja. Gut. Kein Unfall bauen, Unfälle sind doof. So. Eine Waage für 146. Okay. Nehmen wir die schon mal mit. Was haben wir hier noch so? Verbesserte Schaufel haben wir schon. Magnetstock, ein schöner Magnetstock. Weiß ich nicht. Schneidet magnetbaren Saufer in zwei Hälften. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Braucht man das? Kleiner Ofen, gibt es auch einen großen? Weiß ich halt nicht. Förderband. Medikales Förderband. Was ist denn jetzt hier? Förderband zerkleinert. Zerkleinert Erdklumpen in kleinen Stücke, wird durch höheren Wasserdruck beschleunigt. Erntemaschine. Die Frage ist halt, können wir in die Erntemaschine... Verarbeitet Erdklumpen zu Rohstoffen. Größerer Ertrag mit höherem Wasserdruck wird von ungefiltertem Wasser beschädigt. Also da muss ein Wasseranschluss ran. Muss da irgendwie die Erde oben rein oder wo? Oder können wir da einfach... mit der Schaufel reinschaufeln? Wisst ihr, was ich meine? Brauchen wir einen Filter für. Filter, wo war der? Hier. Für 77. Das kostet 583. Also wir haben ja eine automatische Ramme, die rammt dann. Und dann haben wir einen Trichter. Trichter Dinge, okay. Cool. Das muss bestimmt da oben drauf. Bin ich mir ganz sicher. Wenn ich mir das so angucke. Hier oben. Das sieht doch aus, als ob ich das drehen würde. Also hier oben kommt die Erde dann rein. Ja. Dafür gibt es dann auch den hier. Dafür ist dann noch der hier da, der dann hoch transportiert und in den Trichter rein. Ja. Ja. Das ist aber dann noch ein bisschen hin. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Also ich nehme jetzt erstmal die Waage mit. Bei der, denke ich, können wir die perfekte Menge für die Barren halt wiegen, ne? Was steht da drauf? Müssen wir gleich mal im Licht gucken, was da drauf steht. Oh, 507 haben wir noch. 507 haben wir noch. Zack.
Obwohl, wir können mal kurz gucken, was wir noch kaufen können, ne? Tisch wäre cool. Puh. Angelkäfig. Was? Moment. Bauhammer? Werkzeugständer, Lager deiner Werkzeuge. Okay, Holztreppe, genau. Lange Blechrampe. Super, um Ressourcen von runterfallen abzuhalten. Okay, Blech, super, um Ressourcen vom Runterfallen abzuhalten. Ja, kann ich mir vorstellen. Holzboden. Roter Farb. Ah, hier gibt's Farben. Das habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Da habe ich gar nicht reingeguckt. Flaches Strohdach, Dächer. Laternenpfahl, ja. Betonboden. Ein stabiles Fundament, auf dem man bauen kann. Das würde mich alles interessieren. Aber das hier interessiert mich schon mal. Angelkäfig? Wow. Chill mal, Leute. Ich wollte einfach mal nur 4 Stück mitnehmen. Können wir uns leisten. Können nebenbei noch angeln, ne? Also, man nur. So. Wenn wir das Geld schon haben, dann können wir es ja auch gerade mitnehmen. So. Hoffentlich. Stapelt sich alles gut. Ja. Alles mitnehmen. Meinst du, die sind ineinander reingefallen? Okay, sie stehen ineinander. Das gefällt mir. Ineinander können sie rumklitschen, wie sie wollen. Wenn sie beim Fahren festgehalten werden, ist alles gut. So. Hier, das sind Seen und so. Und jetzt frage ich mich, ob man auch verschieden gute Fische fischen kann. Jetzt habe ich mir gar keine Angel gekauft, aber jetzt habe ich mir die Angel. Ne? Die können wir zumindest mal schon in den Fluss reinschmeißen. So einen kleinen Nebenverdienst und die Fische gut Geld geben. Und wir hören es wieder. So, die Waage. Komm mal her jetzt. Ich geh mal schlafen. Ich könnte auch den hier aufsetzen. Ich meine den hier aufsetzen, nicht da einsteigen. Ha, was ist das da unten? Ein Barren oder ein Gewicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt einfach mal wollte. 19 Credits. Ah, und was ist das da unten drunter? Ich sehe es nicht. So, wo muss die Waage hin? Hier. Oder was?
Ah, Credits und unten drunter, das sind. Okay. Hä? Weißt du, dann ist ja ein großer Brocken ja schon schwer genug. Ist ein großer Brocken schon schwer genug für einen Barren? Euer Ernst? Was ist denn so ein kleiner? 0,3. Krass, ich sag bloß, dass die alle ein Barren sind. Tja, dann. Ich bin mal gespannt. Sehr gespannt. Tatsache. Es langt für einen Barren. Also für einen Barren, um hier herzustellen. Die Größe ist dann wahrscheinlich mehr Geld, wenn wir es verkaufen können. Ne? Also creditmäßig. Ich meine, die Barren sind schön und gut. Wenn wir mit den Barren jetzt nicht, also, klar, der hier ist wahrscheinlich gut genug, um Ring zu machen, ne? Sorry fürs Gehen. Für so einen krassen Smaragdring zu machen. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Bleib liegen. Danke. Ja. Wird er warm? Ja. Nice. Also haben wir gerade eben wirklich viel zu viel Gold in so einen Ring gesteckt. Oder wird der Ring dann auch teurer? Der Ring jetzt kleiner? Weil da jetzt weniger Gold dran ist? Ja. Ich guck mal. Ist billiger, ne? Nehme ich den mal mit. Wir schmeißen jetzt mal gleich einen großen Goldbarren rein. Und dann gucken wir mal, ob das einen größeren Ring gibt. Könnte sein, ne? Wir können den Ring vielleicht auch wiegen. Ich wiege den Ring mal. Credits, 2,55. Tatsache. Ja, aber was muss man dann machen, dass wir hier einen großen Barren bekommen? Großer Karren ist dann Barren. Das war jetzt hier so ein. Ein 3,257 machen. 3,27, sorry. Also haben wir kein Gold verschwendet. Also die Barren wurden einfach nur größer dann. Credits. Okay. Mit einem bestimmt größeren Ring dann. Jawohl. Das ist jetzt ein großer Barren.
groß der ist. 3,27. Okay. Erhitzen, Minion, erhitzen. So. So, den können wir den nehmen. Und einen großen Ring draus machen. Für große Männer. Ja. Okay. Es gibt verschiedene Größen. Okay. 3,101. Nice. Tja, also haben wir nichts verkehrt gemacht. Das freut mich. So, mit dieser Erleichterung mache ich jetzt auch Schluss für heute. Das heißt, ihr müsst auch gehen. Ich weiß. Wir könnten hier immer weitermachen. Ja, immer reicher werden. Zum Weg zum Königreich hier. Moment, das ist jetzt eine frisch gefallen. Hä? Also gibt es ein Maximum. Okay, also es gibt ein Maximum. Okay, gut. Gut, dann schmilzt das mal. Hier hinten tropft noch alles. Das gefällt mir. Wir machen noch ein bisschen Geld. Und dann nächsten Mal gucken wir schon mal, dass wir Richtung richtig Automatisierung gehen. Das ist ja voll krass. Dann kaufen wir noch eine Pumpe und so eine Filteranlage. Oder ein Filterrohr zumindest mal. Und dann auch mal so einen automatischen Reiniger. Vielleicht müssen wir dann mit der Schaufel einfach nur hinlaufen und das Zeug kommt rausgefangen. Das wäre natürlich super. Das wäre so gut mit dem Werkzeughalter, kann man so machen. Aber das dann nächstes Mal. Das dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben. Ja, ich mache ja schon Schluss.